Wir versuchen auch das Thema Poetry Slam, also einen modernen Dichterwettstreit in der Wetterau zu etablieren. Auch das jetzt schon über 10 Jahre lang. Am Theater wirken wir wiederum schon seit 33 Jahren inzwischen, also sehr, sehr lange. Um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben, was Poetry Slam sein kann, brauche ich nochmal einen ebenso warmen und lauten Applaus, wie ich ihn von Ihnen eben gehört habe. Sehr gut, das ist schon genau die richtige Technik, die Sie anwenden. Und genau diese, Ihren Applaus, brauche ich jetzt für Thorsten Zeller. Moin. So, jetzt müssen wir erstmal das Kunststück schaffen, zu lesen und Mikro zu halten. Moment. So, jetzt funktioniert das auch. Ja, sehr schön hier zu sein, mit einem kleinen Text. Worüber sonst? Übers Ehrenamt und Menschen, die das tun. Menschen tun ja manchmal seltsame Dinge. Beispielsweise Modell zu stehen für einen Text, der heißt Ehrenamt in echt und Freizeit. Und ihr ahnt, wer das Modell ist, ihr alle. Friedberg, September 2024. Mein Kopf ist hier und fand sich in Gesellschaft eines Ausschnitts der Gesellschaft. Ich sehe Menschen. Ich sehe euch. Von 100 hier am Platz sind wie in anderen Runden 20 eng dadurch verbunden, dass sie statt sich auszuruhen erst was für die anderen tun. Was ich in diesen Sphären fand, das ist bekannt als Ehrenamt und mir ist es eine Ehre samt einer Freude, heute hier zu sein. Eine Freude, Leute, dass ihr alle all das tut. Und das geht bis hinten an die Feuerwehren als DLRG, die hinter dem Häuschen stehen und uns hier nicht sehen. Denn das, was ihr hier tut, tut gut. Und es verbindet, ne? Manche Wunde, manche Runde und auch uns. Das sind 20 von den 100. Und wer sich wundert oder dacht sich, was ist mit den anderen 80? Ja, der kommt zu der Erklärung bald, zu jung, zu alt, zuerst Gehalt, mit Mehrfachjobs und Unterhalt und außerdem, sag ich zuletzt, als gute Seelen unterschätzt. Ne? Alltagshelden, ja Gott verdammt, die sind halt ehrenvoll auch ohne Amt. Ne? Deshalb schreibe ich diese Zeilen für die 100, ohne Teil. Weil hier und jetzt die Zeit beginnt, darauf zu schauen, wer wir sind. Und wenn wir drauf im Plural schauen, gilt's für Männer sowie Frauen. Also, ich bin abends Wettkampfdichter. Ihr am Morgen Wettkampfrichter, Brötchenverkaufsdienstverrichter, Kaffeekocher, Ordnungwahrer, Trikotwäscher, Autofahrer, Hallentrennwand, Runterfahrer. Ihr macht nicht so ein Theater, ihr macht einfach nur Theater. Hä? Ihr zählt zu Treibern eurer Sparten. Geräte, Kassen, Bällen warten, die auf neue Bälle sparten. Ihr seid Fördervereinskassenwart, weil Schulbudget im Krassen spart. Ihr seid Tröster und Betreuer alter Hasen sowie neuer. Ihr seid Hallenlichtschalterversteher und als letzter aus der Halle gehe. Ihr seid Schiedsrichter im Jugendsport, das wäre mal ein Jugendwort, ne? Des Jahres statt Hey Siri, danke Schiri. Ja, wäre doch mal ein Ding. Ihr seid Tanztee-Kreisausrichter, Kleintierzuchtschauenpreisrichter, ihr seid heiter als Begleiter, ihr seid Sonntagsschichtbestreiter, ihr seid Ausbilder der Feuerwehr, löscht Feuer und pumpt Keller leer. Und statt mit anderen im Steakhouse-Tafeln, gebt ihr Essen aus bei Tafeln. Ihr seid Wahlhelfer und Streckenposten, Qualhelfer und auf dem Posten, wenn beim Sportfest jemand stürzt, also Sanitätsdienst grob verkürzt. Ich meine, das, was wir zu geben hätten, muss ja nicht gleich Leben retten. Es stiftet einfach Sinn. Ja, da kommen wir wohin. Ne? Ihr geht mit Menschen auf ein Amt, wenn sie Papierkram übermannt. Ihr seid Olympia-Volunteer fürs Gefühl von echtem Wir. Ihr macht euch und uns eine Freude, restauriert alte Gebäude und lasst Dampfloks widerfahren. Und wenn uns Stürme widerfahren oder Fluten zu Unzeiten ihre Grenzen überschreiten, dann, auch mitten in der Nacht, waren wir einfach gute Nachbarn. Wir pumpen Wasser, bergen Äste, stehen zusammen. Ziemlich feste. Das heißt, an Lebenswegen steilen gehen wir sie, die Extrameilen. Ich sehe auf und dann mich um. Einer steht auf und fragt, warum? Wann hast du denn dafür auch noch Zeit? Na, ich nehme mir die Zeit, tu anderes nicht. Das ist hier kein Gericht und auch kein Appell zum Trash-Verzicht. Recht auf Pause gilt für alle in der Alltagsarbeitsfalle. Das Gedicht ist für euch. Es geht um das Schildern von Bildern, die ihr mir gegeben. An mir war es ja nur, die zusammenzuweben. Mit dem, was ich hier vorgetragen, möchte ich euch heute hier sagen. Für all das, was ihr seid und tut. Als Gesellschaftsinstitut für eure Zeit und euren Mut, fürs Aushalten von Stress und Wut, für dickes Fell und Herzensblut. Gebührt, so mein Gedanke, euch mein tief empfundenes. Danke.
Thorsten Zeller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie gesagt, abschließend, wenn Sie Lust haben, schauen Sie bei unserem Stand vorbei. Wir haben sowohl Poetry Slam als auch Theater im Angebot, genauso wie besagten 5% Rabattgutschein. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und jetzt gebe ich weiter an die wunderbare Barbara, für die ich einen Applaus brauche. Dankeschön.